Beispiel für euch und zeigen euch, wie ihr mit natürlichen Farben Eier schön bunt färben könnt. Genau, und weil unser Thema ja eigentlich Upcycling ist, machen wir heute am Ende des Videos aus Klorollen super schnell Eierbecher für euch. So, wir fangen jetzt erstmal an. Und fürs Färben nehmen wir rote Beete, da kommt dann ein schönes Rot raus, und Kurkuma-Pulver, daraus wird dann gelb, und Spinat fürs Grün. Als Alternativen könnt ihr auch Brennnessel nehmen oder Zwiebelschalen mit Kaffeepulver, könnt ihr das auch mal ausprobieren. Und ja, probiert einfach mal ein paar Sachen aus. Ja genau, und damit die Eier nicht so langweilig werden, verzieren wir die mit schönen Pflanzenblättern, und wie das alles geht, zeigen wir euch jetzt. So, während Rosa im Garten Pflanzenblätter sammelt, fange ich schon mal an, die Eier zu kochen. Weil auf den gekochten Eiern hält auch die Farbe nachher besser. Ich tue die jetzt erstmal hier rein. Und dann müsst ihr dran denken, wenn ihr die rohen Eier angefasst habt, dass ihr auf jeden Fall nachher die Hände wascht, weil auf den Eierschalen können Salmonellen sein. Das sind Bakterien, die übertragen Krankheiten. Da wir die Eier nicht nur färben wollen, sondern auch schön einen Pflanzenabdruck drauf haben wollen, haben wir uns im Garten erstmal schöne Blätter besorgt und versuchen jetzt mit einer Strumpfhose die Blätter schön darauf fixieren, damit die halt auch im kochenden Wasser drauf halten. Und da nehmt ihr jetzt erstmal ein Blatt und legt das auf das Ei drauf, da am besten in die Mitte, so wie ihr das haben wollt. Und dann am besten auch mit einer zweiten Person, der das dann einfach einmal drum spannt. Müsst ihr gucken, dass es natürlich nicht verrutscht. Genau. Und dann sieht das so aus und dann macht ihr hinten noch einen Knoten rein. Und genau, dann ist das so eigentlich auch schon fertig. Nimmst du das einmal? Ja. Und ich habe heute Morgen das hier noch gefunden. Das ist so eine alte Verpackung von Kartoffeln. Und da dachte ich mir, man könnte doch eigentlich auch ein Ei hier reintun. Und dann hat es so ein schönes kariertes Muster. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das funktioniert. Aber ich würde sagen, wir probieren das gleich einfach mal super aus. So, wir haben jetzt hier unsere drei Töpfe auf dem Herd. Hier vorne ist einmal Spinat grün. Und hier tut Jette jetzt gleich einmal das Kurkuma-Gewürz rein. Genau. Ich alles rein? Ja, pack einfach mal alles rein. Und hier vorne haben wir noch rote Beete. Hier haben wir in dem Körbchen unsere Eier, die sind richtig schön geworden. Und die tun wir jetzt erstmal in verschiedene Farben rein. Also welche wollen wir rein tun? Ich würde sagen, die braunen tun wir ins Rote rein, oder? Ja, das ist wahrscheinlich, das Rote ist sehr deutlich. Genau, wir müssen einmal mit einem Löffel einfach in die Farbe rein. So, dass sie halt komplett untergetaucht sind. Ein bisschen umrühren, damit die auch überall rot werden. Ja, das tue ich jetzt mal ein weißes schön in die Kurkuma-Farbe rein. Genau. So, und da können wir vielleicht... Ja, einmal noch mit dem... Ja. Genau, super. Das klappt schon. So, und das jetzt nochmal einmal hier im Spinat. Das wird dann hoffentlich schön grün. Soll ich hier noch eins rein? Noch eins, ja. Dann taucht ihr das mal unter. So, und das machen wir jetzt noch weiter und dann köcheln die erstmal 15 Minuten circa, und sehen wir uns gleich wieder. So, wir sind einmal jetzt zu neugierig, und da wir das auch zum ersten Mal machen, müssen wir einfach gucken jetzt, ob irgendwie ein gutes Ei dabei ist. Gelben gucken? Ja klar, das sieht eigentlich schon recht gut aus. So, dann suchen wir ein Ei raus. Ja, wir haben hier schon einmal eins ohne. Und das legen wir jetzt einfach mal hier drauf. Wir haben hier so ein Stecknadelbrett vorbereitet, damit die da gut, genau, da kommen dann auch keine Abdrücke drauf, und jetzt sind wir gleich mal gespannt, wie das wird. Also es ist einfach nur eine Styroporplatte, und da haben wir einfach kleine Stecknadeln reingesteckt, und das dauert ein bisschen länger, aber deshalb können die dann gut trocknen. Ja. Das ist jetzt hier aus unserem Experiment geworden. Wir sind sehr gespannt, ob eins irgendwie gut geklappt hat. Welches sollen wir zuerst aufmachen? Ich weiß nicht, ich würde glaube ich entweder rot oder gelb nehmen, so vielleicht... Sollen wir ein gelbes nehmen? Ja, ich glaube, die sind dann am besten geworden. Gucken wir mal. Ach, das hängt nicht. So, das machen wir jetzt erstmal vorsichtig ab, damit sich da nichts verschiebt. Genau, ihr müsst auf jeden Fall aufpassen, wenn die noch nicht ganz getrocknet sind, dass sich das, dass sich die Pflanze nicht mehr verschiebt. Ja. Ein bisschen. Genau, wir schneiden es. Sonst schneiden wir es auch einfach auf. Das dauert sonst zu lange. Wir wollen ja ein Ergebnis sehen hier. Okay, jetzt vorsichtig abziehen. Aber es sieht recht gut aus. Ja. Oh, das ist aber schön. Das hat geklappt. So, jetzt Pflanze abziehen. Das ist aber schön. Sehr schön. So, jetzt legen wir in unser Nest, und jetzt im Anschluss zeigen wir euch noch, wie ihr ganz schnell einen Eierbecher macht. Und zwar nehmt ihr dafür einfach eine Küchenrolle oder halt
eine Klorolle, ja, schneide die dann irgendwie in einer guten Größe aus, so in der Mitte ungefähr. Und ihr habt wahrscheinlich jede Menge von Papierservietten zu Hause. Genau. Und dann sucht ihr euch einfach schöne aus, dann schneidet ihr die in Streifen und dann guckt ihr einfach, dass das ein bisschen, dass die ein bisschen länger sind als dann das Stück, was ihr euch ausgeschnitten habt. Und dann ist es total leicht. Ihr rollt es einfach hier ein. Ja. Dann könnt ihr einen Tesafilmstreifen einfach drum, damit es auch hält. Dann klappt ihr oben und unten die Seiten um und dann ist der auch schon fertig. Dann könnt ihr, wir haben jetzt hier auch noch bei einem Beispiel noch ein schönes Band drum gemacht, könnt ihr natürlich auch noch machen und dann ist er auch schon fertig. Genau, und ihr könnt auch natürlich Weihnachtsservietten nehmen für Weihnachten. Ja. Also die Eierbecher sind echt für jede Jahreszeit da. Und dann sucht euch einfach eine schöne Serviette aus, was ihr gerade schön findet und wie ihr gerade gesehen habt, das geht total schnell. Genau. So, das ist jetzt unser Ergebnis mit dem Grünen, mit dem Spinat hat es leider gar nicht gut geklappt. Ja, das müssen wir nochmal probieren. Ja, genau. Aber dafür haben die Gelben und die Roten, ja, das hat super funktioniert, die sehen super schön aus. Ja, mega. So, jetzt soll mal bitte das Ei mit dem Netz mal kommen. Ist nämlich auch extrem schön geworden. Ja, die ganz besonders. Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut geklappt hat. Ja. So, dann wünschen wir euch frohe Ostern und beim nächsten Mal haben wir eine neue, schöne Upcycling-Idee für euch. Tschüss!